Neuropozin? Okay. Für Neuropozin kriege ich also Informationen. Gut. Stadt Prag ist schon etwas größer. Sie machen sich mehr Sorgen wegen... Lass mal schauen. Wow. Ja, ist gar nicht mal so klein. Sehr schön. Okay, gut. Wir müssen anscheinend dorthin, ne? Koller im Antiquariat finden. Okay, alles klar. Was haben wir hier? Also Augmentierungen, okay. Und hier so Informationen. Gut. ...des organisierten Verbrechens in unserer Stadt als wegen der Terroranschläge? Wirklich? Ganz genau, ja. Natürlich ist das mit den Terroristen schlimm, das ist überhaupt keine Frage. Aber es wird irgendwann vorbei sein. Das ist das Ignoranteste. Das meinen Sie nicht ernst. Das eine betrifft Sie, das andere nicht. Wann haben Sie das organisierte Verbrechen zum letzten Mal gespürt? Gespürt habe ich das am Bahnhof auch nicht. Ich war nämlich nicht dort. Ich sage nur, dass wir mit Verbrechern wie den Dwellys noch leben müssen, wenn die Terroristen längst weg sind. Und deshalb unterstütze ich den Plan des Bürgermeisters. Hm. Okay. Was haben wir denn da? Was ist das? Schalter? Eine Art Aufzug. So komme ich wahrscheinlich aufs Dach. Gut zu wissen. Okay. Ihre Klamotten sehen ziemlich sauber aus. Das ist ungewöhnlich. Ja, warum? Hier haben wir sogar einen Pub. Hallo. Wie geht's? Was willst du haben? Bier? Was anderes? Gar nichts. Nichts, danke. Okay, aber ich frage mich, warum du dann hergekommen bist. Einfach, um mich umzuschauen, Süße. Oh, Münzen. Gibt's das auch noch? Ich dachte, es gibt nur noch Creditkarten. Nein. Ich habe Angst, dass es wieder passiert. Was? Ein Anschlag? Wir müssen in diese Richtung. Hier ist Caller. Gut. Aber als erstes teste ich noch diesen Aufzug. Warum nicht? Ja. Ab nach oben. Vielleicht komme ich über die Dächer rein. Ja. Sehr schön. Ah, ein Balkon. Der sogar offen ist. Und schon kann ich mich wieder bedienen. Credit Chip. Und ein Laptop. Lohnt es sich, auf den zuzugreifen? Floss und Mel's Computer. Ach, Privatperson. Wofür denn? Aber wir können uns trotzdem mal hier umschauen. Ah, sehr gut. Zubehörteile. Leer. Ein E-Book. Kapitel 5. Mhm. Interessant. Was haben wir denn hier? Schrank, wieder ein Bier. Vielleicht können wir das auch nachher der Frau da verkaufen. Im Pub. Schublade. Schmerztabletten, sehr gut. Das brauche ich auf jeden Fall. Durch die Tür raus wieder. Keine gute Idee. Oh, was ist das? Achso, ich habe gedacht, da liegt einer. Nein, das ist nur eine Zeichnung. Ich hab gedacht, dass da ein Mord passiert ist oder so. Optische Täuschung nenne ich sowas. Okay, gehen wir weiter. Hallo, Sir. Willst du ein Bier? Sie haben nichts zu verschenken, was? Doch. Nein, natürlich nicht. Es gibt einfach kein Mitgefühl mehr. Oh. Diese Plakate. Richtig böse. Okay. Koller ist hier drin. Geschlossen, Ujobok. Privatveranstaltung. Was zum Geier heißt Ujobok? Ich könnte dir gleich eine reindreschen, aber schauen wir mal lieber, ob wir einen anderen Weg finden. Tut mir leid, kann nicht helfen.
Ja, ich habe auch nicht nach deiner Hilfe gefragt. Hey, hallo. Vergiss deine Legitimationskarte nicht. Ohne eine von denen möchte ich nicht erwischt werden. Okay, Legitimationskarte. Danke für die Info. Glaubst du, dass vielleicht jemand in diesen Uniformen gestorben ist? Hey, das darfst du hier nicht machen! Was darf ich nicht machen? Hier rumspringen oder was? Was ist das? Eine Alarmtafel. Interessant. Ah ja. Was haben wir denn hier? Scheint ein Atelier oder sowas zu sein. Kunstwerke. Hallo? Wo geht's denn hier runter? Wow. Ein Theaterstück. Hier werden Theater aufgeführt. Sogar ein kleiner Backstage-Bereich für die... Ah, Moment. Ein E-Book. Ah, das ist das Theaterstück. Kann ich zwar nicht lesen, aber naja. Interessant, interessant, interessant. Okay, aber jetzt zu Caller. Ein Aufzug. Im Ernst, ich habe ihn gestern Abend hinter dem Restaurant gesehen. Hammer in der einen Hand, Sack in der anderen. Das ist ein Großstadtmythos. Man schmeckt den Unterschied nicht, weil alles gefroren ist. Ich bin sicher, wenn Sie jemals im Chicken Food gegessen haben, dann bestimmt keine Hühnerfüße, wenn Sie verstehen. Ich will das nicht hören. Also, es waren vielleicht Füße, das kann schon sein. Aber nicht vom richtigen Tier. Mir wird gleich schlecht. Und was war das mit dem Hammer und Sack? Bestellen Sie im Chicken Food mit Umsicht. Ihr Leben könnte davon abhängen. Ah ja, danke für die Info. Was ist das? Biozellenstecker. Habe ich da vielleicht einen? Tatsächlich. Sehr gut. So komme ich rein. Und das ungesehen. Ha! Gut. Die Frage ist jetzt... Ah. Ha! Auf dem Balkon. Weißt du, wie viel wir heute eingenommen haben? Wow. Was für eine... Was für ein Chaos hier ist. Krass. Ein Wein. Ah, nehme ich mal mit. Ich weiß gar nicht, wo ich den ganzen... Wofür ich den ganzen Wein brauche. Aha, Computer. Zeitung. Ermittlungsfehler lassen. Prozess platzen. Oh ja, natürlich. Ich schalte den Trockner ein. Dass die uns sofort hören. Ah, Helena Wollen wohnt hier. Scheint wohl eine Malerin oder so zu sein, aber dieses Chaos, das ist ja echt schlimm. Ist die vielleicht entführt worden? Ist das Blut? Wurde sie vielleicht von den Wachen geholt, weil sie eine Augmentierte ist? Wer weiß. Schau an. Ein Lüftungsschacht. Wie einladend. Mal wieder. Hallo? Ah, was haben wir denn da? Ein PDA. Mit einer Nachricht. Lena, ganz ruhig. Ich bin bald zu Hause. Verstecke, was wir besprochen haben. In der hinteren Wand und überlass das Reden mir. In der hinteren Wand. Eine Aktentasche. Etwas Geld. In der hinteren Wand? Hier vielleicht? Oder meint er das oben? Moment, wem gehörte der Computer? Der Computer? Helena? Abkürzung von Lena. Mhm.
in der hinteren Wand. Da. Was ist das? Dreieckcode. Irgendwelche Daten. Scanne dieses Dreieckcode mit der Deus Ex Universe App. Ach Gott, auch wieder so eine App. Naja, egal. Brauche ich nicht wirklich. Okay. Ha. Warnung. Sie betreten eine Sperrzone. Da sind ja die Gorillas. Was ist denn das für ein Lärm? Es kommt aus dem Atelier. Aus diesem Gebäude, die ballern wie wahnsinnig alles zusammen. Option. Ich finde ihn. Diesen Bordstein! Oh, so knapp. Nein! Okay. Ich brauche eine Übersicht. Die ballern da alles zusammen. Das hört sich nicht gut an. Wenigstens funktioniert meine Augenaugmentierung noch. Okay, ab nach oben. Mir durchs Fenster. Wohnung in der Stadt? Da das große Büro leer? Oh Mann. Ja. Rein da. So, jetzt geht die Action los. Wie viele haben wir? Drei oben, zwei unten und eine Menge draußen. Okay, ich muss hier Stück für Stück kurz ausschalten, damit ich mich umschauen kann. Könnte man eine hübsche Bar draus machen? Fangt an, Sachen aus dem Fenster zu werfen. Sachen aus dem Fenster werfen? Uncool. Ich könnte auch hoch. Shit. Ich bin überzeugt, dass er nicht hier ist. Sieben Caller. Wow, wow! Junge, Junge. Seine Rechnung pünktlich bezahlt, passiert es nicht. Wenn vielleicht mal die Klappe. Vielleicht gibt's hier irgendwo einen Geheimgang. Ja, das könnte eine Idee sein. Junge. Glaubst du, irgendwas davon ist was wert? Wenn du drauf schießt, ganz sicher nicht. Verdammt staubig hier. 100 Credits, das ist der Zeit, den Typ auszuschalten. Bäm! Und tschüss. Okay. Der schläft. Okay. Hinter den Schrank. Wo kann sich so ein Ujubok denn sonst verstecken? Er ist nicht hier, ich weiß es. Seine Waffe nehme ich mal mit. Kann ich verkaufen. Lässt sich hier einfach alles in die Luft jagen und gut ist. Könnte ich eins der Bücher vielleicht nehmen? Das sind sie zwei. Er ist nicht hier, ich weiß es. Okay, wo könnte sich Koller versteckt haben? Und wer sind diese Typen? Oh, shit. Wenn ich ihn zuerst finde, gehen die Getränke heute auf dich. Wozu hat die ganze Bücher gelesen oder hat er die nur, damit man ihn sagen kann? Was haben wir denn da? Hier
riecht's nach Oma-Unterhosen. Wie riecht denn Oma-Unterhosen? Versprengt. Der ballert hier wieder rum. Was, wenn er überhaupt nicht hier ist? Jetzt, er kommt nicht zu mir. Und dieser gelbe Ujo-Boss geht schlafen. Oh oh. Scheiße. Zieh mal an die Bücher. Hör mir auf zu suchen. Ich schwöre, ich bin schon mindestens 20 Mal hin und her gelaufen. Ich bin überzeugt, dass er nicht hier ist. Okay. Oh. Schön leise. Warum hat ihn noch niemand gefunden? Er muss abgehauen. Oh, baller hier nicht die ganze Zeit rum! Hast du gehört? Mann. Dieser Verstecken spielen kann er. Feiglinge verstecken sich, Colin. Mhm. Ich spiele auch gern Verstecken. Scheiße. Ich könnte ihn mit der Pistole erledigen. Sehr schön. Der schläft. Gut. Die oberen sind erledigt. Was haben die denn so dabei? Oh, eine Granate. Kann ich gut gebrauchen. Und was hast du dabei? Schmerzmittel. So, der andere hier. Patronen. Gut. Oh, der ist hier. Wo könnte er sein? Verdammt. Oh, oh. Carla. Wo steckt er? Jensen, Gott sei Dank. Ich bin unten im Kerker, Mann. Erinnern Sie sich an den Titel meines supergeheimen Buchs? Ich erinnere mich, dass es rot war. Hm. Okay. Ah, Sicherheitsstufe 2. Ich brauche das Passwort. Verdammt. Hm. Kratzer. Moment. Ein geheimes Buch. Das rote Buch. Die Deppen hatten sogar recht. Zeitung. Hm? Ah, Schublade. Ihr braucht Collar ganz sicher nicht. Mist. Keine Power mehr. Hä? Es ist wieder zu. Naja, gut. Machen wir wieder auf. Gut. Wow. Nette Hände und Füße. Alles klar, Collar. Ich bin auf dem Weg zur Werkstatt. Okay. Wow, gruselig. Jensen, mein Lieblings-Techno-Wunderkind. Tut mir leid wegen der Typen. Sie hatten hoffentlich nicht zu viel Ärger? Die sind im Moment kein Problem. Was wollten die? Haben sie ihr Schutzgeld nicht bezahlt? Ich glaube nicht, dass es um Geld geht. Es gibt ein kleines Missverständnis mit ihrem Boss Ota. Sie kennen diese Gangster ja. Genug, um zu wissen, dass es keine kleinen Missverständnisse gibt. Interne Valley-Politik. Ich krieg das schon hin. Ein Gespräch mit dem großen Boss. Sobald sich alles beruhigt hat. Am Tag nach der Bombe, Mann. Da kriegt man doch Angst, oder? Ein Wunder, dass überhaupt jemand vor die Tür geht. Manchmal hat man eben keine Wahl. Meine Systeme haben was abgekriegt. Ich hatte gehofft, sie kriegen das wieder hin. Sie haben was abgekriegt? Oh, Scheiße. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Sie müssen auf den Stuhl. Auf den Stuhl.
Ich wollte mir ihre Seraph Augs schon immer mal näher ansehen. Aus der Nähe. Also, ich schnalle sie an, drehe das Gas auf und, naja, dann schlüpfe ich rein. Sehe mich mal um. Was ist mit diesen Schlägern? Moment mal, wie lange werde ich betäubt sein? Was ist, wenn die Dwellys Verstärkung schicken? Oh, sie schinden doch nur Zeit. Diese Analphabeten kommen hier nicht rein. Haben Sie keine Angst vor dem Stuhl, okay? Der Stuhl ist ganz harmlos. Das verspreche ich Ihnen. Das mit den Dwellys ist nichts. Ota ist ohne Grund angepisst. Ich verlasse mich auf Sie, Kalla. Irgendwie sind Ihre Probleme auch meine Probleme. Oh, das ist süß, Jensen. Ota Botcovelli ist die Nummer 2 bei den Dwellys. Die Männer da draußen gehören zu ihm. Aber der große Boss ist Radic Nikolatze. Er ist die Nummer 1. Und ich kenne Radic, also kein Grund zur Sorge. Also, fangen wir jetzt an, oder was? Wie funktioniert diese Prozedur? Was genau werden Sie mit mir machen? Was genau werden Sie mit mir machen? Das weiß ich noch nicht. Erstmal muss ich rein und den Fehler finden. Aber keine Sorge. Ich mache nichts, was Sie nicht auch machen würden. Versprochen. Außerdem waren Sie schon hier und kennen mich als Profi. Sie haben mich aber noch nie betäubt. Ich habe Sie auch noch nie am Tag nach einer Bombe gesehen. Das war ein Riesenschock, Mann. Kaboom! Soll ich sie jetzt reparieren oder nicht? Ja, also gut. Bringen wir es hinter uns. Okay. Bringen wir es einfach hinter uns. Ganz ruhig, Jensen. Stellen Sie lieber keine Fragen. Das Ganze ist eine Kunst, Jensen. Es wird alles wieder gut. Sie merken nicht mal, dass ich drin bin. Sie fühlen sich schwerelos, weit entfernt, als wären sie jemand anders. Aber Koller bringt sie zurück und stellt sie wieder her. Bevor sie es merken. Na toll.